She keeps running around. Das ist Tipong Noni, das ist Berlin. Union Berlin wohlgemerkt, nicht die Hertha. Gegen St. Pauli. Steffen Schwurbel pfeift dieses Spitzenspiel. 2 gegen 4 heißt es hier. Man darf gespannt sein, was die beiden Mannschaften hier so auffahren. St. Pauli, wenn sie verlieren, rutschen sie mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Platz 4 ab. Das will natürlich keiner. Also unentschieden ist das Allermindeste, was sie hier wollen. Haben die Unterstützung von ihren Fans im Rücken, haben den Heimvorteil und den sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Anpfiff, Abgang und los geht's. Das letzte Heimspiel ging tatsächlich mit 4:0 gewonnen. Das letzte Auswärtsspiel mit 2:1 verloren. Wer die Statistik wissen will. Also daheim, ich weiß nicht, so vom Gefühl her, mit den Fans im Rücken läuft es irgendwie besser. Loni. Auf die Flügel. Von wegen. Da will er direkt die Mitte suchen. Da hat er scheinbar gesehen, dass jemand mitgelaufen. Leider erstmal ohne Erfolg. Loni, zweiter Versuch. Flach rein, gefährlich, Haas. Ist aber da. Er verhögt, will er jetzt so ein bisschen, mal ein bisschen in den Weg stellen. Das kann man mal machen. Aber erstmal ohne Erfolg. Und Union Berlin, die natürlich nicht umsonst auf 4 und haben natürlich auch das letzte Spiel gesehen. Wo der 17., wo Energie Cottbus 3 Punkte mitgenommen hat. Und werden das Spiel sicherlich genau analysiert haben. Um hier auch nicht mit leeren Händen Norddeutschland zu verlassen. Konter macht das ganz locker auf Schauner, da wird gar nicht gezwinkert. Dieser komische Amankwa-Vorfall hat sie gelehrt, ein bisschen vorsichtiger hin zu sein. Und nicht reflexartig irgendwas zu machen, sondern zumindest eine halbe Millisekunde zu versuchen zu denken. Weiß nicht. Das gibt Freistoß für St. Pauli. Da sage ich Dankeschön. Und scheinbar wird das Spiel jetzt über die rechte Seite zumindest versucht aufzuziehen. Aber man sieht schon, Union Berlin steht relativ tief. Da kommt es irgendwie gar nicht durch. Kringe jetzt mal mit dem Flügellauf. Rein der Ball, aber harmlos. Weil da auch bei einem rutschigen Boden irgendwie nicht so viel ging gerade bei dieser Flanke. Schade. Aber gut, Tipp und Loni. Auf ihn bauen sie heute natürlich, wie in jedem Spiel. Im letzten Spiel war er nicht so erfolgreich. Ich glaube, er hat das eine Tor geschossen. Den zwischenzeitlichen Ausgleich. Alles andere, nein. Keeper! Keeper geht nicht hin. Dausch-Triff, weil ich glaube, das war der allererste Torwartfehler, aber dann auch ein ganz dicker. Also was Chauner da macht, weiß er selber nicht. Das weiß er selber nicht, glaube ich. Wenn das doch weiß, dann soll es mir bitte im Interview danach erklären. In der Sportschau. Oder im Sportstudio. Also ich. Nee. Lieber Herr Schauner, das war gar nichts. Loni! Eins der wenigen Male, wo seine flache Flanke gefährlich wird. Moa. Aber ohne Gefahr. Und das gibt hier ganz locker den Abschluss. Ja, die erste Halbzeit. Zur Hälfte rum. Und Union Berlin durch einen gravierenden Fehler vorne. Hatten auf keinen Fall mehr vom Spiel in meinen Augen. Aber wer eben mehr Tore schießt als der Gegner, ist vorne. Das ist simple Logik. Verliert auf keinen Fall seine Gültigkeit hier. Wo er da hinspielen wollte, weiß er auch nur selber. Loni, gut. Schön in Lücke, Loni. Wartet aber viel zu lange. Kein Abseits, weil da noch ganz viele Leute stehen. Verhoek. Und den Einwurf raus, ich meine. Meine Güte, was macht der Loni denn? Das ist ja nicht wahr. Nierig, nächster Versuch. Gut gemacht, Verhoek. Gehalten. Wird aber nicht gepfiffen. Das ist die nächste Chance. St. Pauli jetzt drücken. St. Pauli drücken. Die haben ihre starke Phase. Und unterbrechen sie nur manchmal durch solche Pässe. Durch solche gravierenden Fehlpässe. Aber der ist direkt wieder da. Halstenberg. Grauenhaft. Nummer 2. Zweimal hintereinander sollte man sich das nicht erlauben. Aus dem ersten Fehler kannst du lernen. Beim zweiten Mal war es einfach nur dumm, das nochmal zu machen. Loni. Traumpass. Und dann will er zu schnell abschließen.
hätte ruhig noch einen Schritt gehen können. Klar, ich meine, es ist nass, es ist glitschig. So ein Ball kann auch locker mal reingehen. Man sollte irgendwie nicht auf Torwartfehler vertrauen. Ich weiß auch nicht. Ja, so kann man als Meinung haben. Finde ich zumindest. Ist gar nicht so doof vielleicht. Verhoek. Nun im Abseits. Wird aber nicht abgepfiffen. Weil wegen, ich verstehe es nicht. Wenn sie dieses Übergewicht jetzt verpuffen lassen, dann wären sie schön dämlich. Abseits, ja. Dann wären sie schön dämlich. Wenn sie von der Abseits nicht treffen, sind sie selber schuld. Also das müssen sie jetzt ja nutzen. Dass es so gut läuft gerade. Loni, gut. Aber es reicht nicht. Pech gehabt. Da kann man auch manchmal Glück haben, aber in FIFA 14 scheinbar geht das nicht. Mit nach Ballgewinn haben. Loni. Gut gesehen. Verhoek. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach nicht wahr, was hier gerade abläuft. Freunde, ich glaube, mein Schwein weiß nicht genau, wer hier die Axt im Haus hat. Also, es wird höchstwahrscheinlich mit 0-1 in die Halbzeit gehen und das ist schade, weil man hat so ein mega Übergewicht gehabt, man hat die starke Phase gehabt, man konnte sie nicht nutzen und das ist mehr als ärgerlich, weil ob es sowas nochmal gibt im Verlauf dieses Spiels, möchte ich nicht darauf beschwören. Momentum verschwendet, jetzt muss man es irgendwie selber klarkommen. Ich sage dazu nichts. Wer den Stadionsprecher nicht gehört hat, kein Problem. Ist echt nicht so wichtig. De La Torre. Er wollte es jetzt mal direkt probieren, warum auch nicht. Wenn die Typen davon schon nichts machen, muss man auch mal selbst das Heft in die Hand nehmen dürfen. Und die Hand ins Heft legen dürfen. Einen Hammer draufschlagen. Weiß ich nicht. Ciao, na. Wieder locker. Also Jonah macht seinen Job bis auf den gravierenden Fehler gut. Das ist irgendwie nicht das beste Arbeitszeugnis. Bis auf den gravierenden Fehler hat er es gut gemacht. Sein Job, ja. Weiß nicht, ob ich so jemanden einstellen will. Ist keine 1+ Arbeitsbescheinigung. Öpschek. Hübscher, Kringel ist erstmal da, De La Torre. Donizete. Nimmt erstmal ein bisschen Tempo raus. Und De La Torre ist einfach nicht durchsetzungsfähig. Erst nach der Grätsche kann er weitermachen. Kann er weiter den Angriff nach vorne bringen. De La Torre. Das sollte eigentlich ein Eckball sein. Ja, ist es auch. Da habe ich zwar nicht hingeköpft, aber ich glaube, der Ball kam auch gar nicht exakt von mir, deswegen weiß ich nicht. Okay, Chauna nimmt ihn sicher auf, warum nicht? Anstatt schnell zu spielen, lieber nochmal in die Hand nehmen, ist wichtig. Es reicht einfach nicht. Ich glaube, St. Pauli wird hier ohne den Fehler heute nicht durchkommen. Hat hier ohne den Fehler des Gegners keine Chance mehr draus zu machen. Da vorne lauert Kring, aber der ist im Abseits. Der ist nicht im Abseits. Ah, oh, toll. Das sah wirklich deutlich so aus, als wäre er im Abseits gewesen. Das war, glaube ich, nicht meine Schuld, dass das jetzt passiert ist. Das war aber kein Abseits. Jetzt De La Torre. Auf der anderen Seite. Rein, viel zu nah zum Keeper. An Flanken müssen die ganz deutlich arbeiten, die St. Paulianer. Gerangelt, Tribul. Tribul macht das gut. Noni wäre nicht im Abseits gewesen, aber trotzdem der Pass zu spät. Verhoek hat die Lücke zulaufen lassen. Zu sickern lassen, könnte man vielleicht sagen. Auch ob des Regens gar keine so schlechte Beschreibung. Noni. Ah, nee. Ein etwas verzweifelter Versuch. Nöte kommt hier für Höck rein. Zu viel sollte man sich von St. Pauli heute nicht mehr hoffen. Sie geben zwar ihr Bestes, aber
Das riecht ganz deutlich nach einer 1-0-Niederlage. Auch wenn ich es gar nicht wirklich beschweren möchte. Jetzt komm schon, da steht er da noch abseits. Der Bob hier. Loni mit der Bob-Frisur oder was? So, und St. Pauli, klar. Die Fans sind jetzt, die stehen nochmal auf. Die machen nochmal ein bisschen Mucke hier. Die machen nochmal ein bisschen Stimmung hier. Zu Recht, muss ja auch. Loni. Loni, komm. Der Ball geht nicht rein. Er geht nicht rein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ja gut, solche Pässe, dann ist es auch egal. Aber der Ball geht nicht rein. Also da kriegt man schon so eine Chance. Und dann ist es auch verdient, wenn sowas hier 1-0 verloren geht. Verloren gehen sollte. Ist ja noch nicht fest, aber... Oder 2-0. Trotzdem, wenn es verloren gehen sollte, dann... braucht man sich überhaupt nicht beschweren, wenn man seine Bälle einfach nicht reinmacht. Loni. Außen. Nöte scharf rein. Zweiter Versuch. Aber Nemec. Ja, der macht es jetzt natürlich schlau. Der lässt hier ein bisschen Zeit verstreichen. Lässt seine Hinterleute, seine Hinterleute wieder ein bisschen sortierter agieren. Bei solchen Fehlern. Das war noch das Tackling. Das Glück, dass ich den noch irgendwie einen Schuss umwandeln konnte. Bei solchen Dingern, ne? Tribol. Für ihn kommt Gregoritsch und der wird direkt mal die Ecke reintreten. Nöte. Gonta. Zu überhastet. Donizette, na komm, da unten wartet Gregoritsch. Aber der wird abgelaufen, das ist ganz sauber, das ist ganz routiniert. Sauber, nicht nur ob des Regens. Witzig, witzig. Und weiter, Kringe, Gonta. Ja, das Spiel ist durch. Ich will eigentlich fast gar nicht mehr versuchen, was zu machen, weil es ist nur von Misserfolg gekrönt heute. Das ist eine psychologische Einstellung und da kann man leider nicht durchbrechen. Erfahrungsgemäß. Abseits. Ich habe auf die Fahne geschaut, ja. Ich habe nicht aufs Gefühl vertraut, ich habe auf die Fahne geschaut. Und wenn die hochgeht, ist es halt meistens leider doch abseits. Schade. St. Pauli hat versucht. Sie haben lange dagegen gehalten, aber wer kein Tor macht, der macht kein Tor und rutscht ab auf Platz 4 und das völlig verdient. Kommt natürlich auch darauf an, wie Ding ist gespielt hat, 60. Ja, vierter Platz. Da ist er. Sollte man nichts gegen sagen. Kein Kommentar. Schade. Sehr, sehr schade. Jetzt muss Bielefeld eben herhalten. 4 gegen 17 im nächsten und letzten Spiel dieser Aufnahme. Wie gut angefangen hat, etwas traurig verlaufen ist und hoffentlich das nächste Mal mit diesem Spiel hier einen guten Abschluss findet. Bielefeld, St. Pauli. Bis zum nächsten Mal.